Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Hamtaro Ham Ham Freunde. Okay, vielleicht kann man ja was mit Diggy Duggy schaffen. Was soll das denn? Hamtaro, machst du dich etwa über mich lustig? Das ist gemein, du denkst, ich würde hier Rirarei? Nun, da irrst du dich. Spielen. Du hast ein neues Wort gelernt. Rirarei. Hey. Kabel zur Seite. So. Ich suche nach einer besonderen Münze für meine geliebte Pashmina. Wie? Noki hat dich beauftragt, mich auszuspionieren? Und das machst du wirklich, Hamtaro? Du bist wirklich schamlos. Und was macht Noki so? Hm? Er fertigt eine Eisskulptur an? Was für eine dämliche Idee. Aber ich frage mich, wie sie aussehen wird. Hamtaro, du hast doch nichts zu tun. Schau doch mal, was Noki macht. Ich werde Feuer mit Feuer bekämpfen. Danke. Okay, besonders wieder zurück zu Noki. Ich glaube, das mit Diggy Duggy habe ich in der letzten Folge noch nicht ausprobiert. Oh nein, 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 oh nein. Achtung! Wow, wow, wow. Uff. Aua. Hey, oh nein. Ich hätte fast meinen Beutel verloren. Oh nein. Etwas Schreckliches ist passiert. Ich bin in den Kühlraum gegangen und Noki. Welche Schwierigkeiten. Das sind die neuesten Nachrichten. Das wird die Schlagzeile. Oh oh. Was ist mit Noki passiert? Das sieht immer noch so creepy aus. Was ist mit Noki? Paka Paka? Amtro Paka Paka kann das Eis nicht brechen. Es sollte Yuppido um Hilfe bitten. Er sollte Yuppido um Hilfe bitten. Yuppido, Hilfe. Noki. Reporterin lässt nichts unversucht. Ham Hams erstaunt über die ungewöhnliche Hilfe einer Reporterin. Heute ist ihre geschätzte Reporterin abgehoben, um einem Mitglied der Ham Hams aus der Klemme zu helfen. Als ich Ham A im Eis eingeschlossen vorfand, wusste ich, dass nur Ham B ihm helfen kann. Also schnappte ich mir einen Drachen und erhob mich in die Lüfte, um Ham B zu finden, der sich sofort zur Hilfe bereit erklärte. Ham B dazu. Mann, war ich erstaunt. Ich dachte zuerst an ein Flugzeug oder einen Vogel, aber es war die Reporterin. Sie segelte durch die Luft. Ungelogen. Das zeigt mal wieder, dass ich zu jedem Einsatz bereit bin, um ihnen eine interessante Story zu bieten. Also bleiben sie mir treu. Das wäre für den Moment alles an Nachrichten. Jenny, ist klar. Okay, we need your help. Noki geht es nicht gut. Auf Lauf. So. Oschluck. Hm, Oschluck, was gibt's, Hamtaro? Was? Noki ist in Schwierigkeiten? Oh nein, das ist schrecklich. Wir müssen ihm helfen. Was machst du da, Hamtaro? Lass das da liegen, okay? Ich gehe jetzt. Komm jetzt mit. Ich nehme jetzt einfach eine Münze. Überwachungskamera wäre bestimmt jetzt das Beste. Vor allem, wenn das der Kassenscanner ist. Wie klein ist Hamtaro eigentlich? Ja, schnell weg da. Weil selbst der Kassenscanner ist einfach mal fast ein ganzes Schritt groß.
Hey Noki, Noki, was ist passiert? Antworte mir. Hey, guck dir das mal an. Ist das Pashmina? Wow, unglaublich. Warte mal, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Hey Noki, Noki. Oh, er ist eingefroren. Dieser Ort ist sehr kalt. Kein Wunder, dass er gefroren ist. All das Eis. Paka Paka? Das tut weh, Hamtaro. Das tut weh. Was tust du? Das ist es. Meine Zähne beißen sich durch jede Oberfläche. Ein Biss meiner Hauer bricht das Eis. Mist. Ich dachte, das wäre ein brillanter Plan. Was können wir tun? Irgendeine Idee? Wenn das Eis nur schmelzen würde. Hey, das ist es. Ich glaube, der Händler am Markt hat eine Heizdecke im Angebot. Was meinst du, Hamtaro? Ob die heiß genug wäre, das Eis zu schmelzen? Wie was? Wir müssen zum Händler. Hey du da, lass uns handeln. Ich habe etwas, das musst du unbedingt haben. Etwas Krepol. Und eine Heizdecke für nur 9.999 Sonnenblumen Kerne. Ein Muss für kalte Tage. Und ein Sticker für 9.999 Sonnenblumen Kerne. Das lässt die Kasse klingeln. Ist das so eine optionale Sache? Das heißt, wenn wir zuerst Jupido gefunden wäre, wäre der in der Kasse eingesperrt gewesen. Alles tolle Angebote, oder? Was meinst du? Interessiert? Nee, zu teuer. Mist, ich verstehe es schon. Okay, okay. Ich gebe dir einen Preisnachlass. Von einem Sonnenblumenkern. Wie hört sich das an? Ein unschlagbares Angebot, richtig? Komm schon, kauf es, kauf es, kauf es. Nee, nee. Oh, kauf es, kauf es, kauf es, kauf es, kauf es. Nee. Kauf es, 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 kauf es. Das kann man sich gar nicht leisten. Außerdem haben wir eh keine gerne. Er verlangt so viel für die Heizdecke. Was für ein gemeiner Hamster. Wenn wir den Preis herunterhandeln könnten. Der Händler hat bestimmt einen schwachen Punkt. Wie? Erpressung? Nein, ich will nur, dass er die Heizdecke zu einem vernünftigeren Preis verkauft. Übrigens, geht es hier um Leben oder Tod? Wie können wir mit ihm handeln? Vielleicht weiß die Reporterin ja irgendetwas. Volt Megaschock. Panik machte sich auf den Spielplatz breit, als klar wurde, dass mein Beute mit Newsblitzen verschwunden war. Obwohl es keine Verdächtigen gab, war es doch klar, dass dies die Tat eines Wesens ist, das die Wahrheit fürchtet. Dieser Beutel enthält die Früchte meiner Arbeit als Reporterin und ohne ihn kann ich meinen Leser nicht mit neuesten Nachrichten versorgen. Hams und Freunde, dies ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wir müssen alle zusammenarbeiten im Kampf gegen diese Verbrecher. Das wäre für den Moment alles an Nachrichten. Hast du meinen Beutel irgendwo gesehen? Er ist vollgestopft mit dem Newsblitz und ich muss ihn in der Nähe der Fahrradständer verloren haben. Okay, dann suchen wir es doch mal. Erstmal hier. Hiff. Bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal zurück in die Schule. Bis wir 40 Kerne haben.
Das geht ja relativ schnell. Hallo Raupe. So, dann einmal Bautz. Ich meine, für die Heizdecke wird sie bestimmt mehr als 10 Sonnenblumenkerne verlangen. Reicht das, wenn ich nur... komm schon. Ach, dann halt eben so. Reicht das, wenn ich von da aus wieder reingehe? Nur muss ich wirklich erstmal den Ort wechseln. Das werde ich jetzt erfahren. Das reicht, wenn wir es so machen. Okay. Mach mal bis 60. Das geht ja relativ schnell. Sonnenblumenkerne farme ich doch für mein Leben gern. Hiff, hiff. Ich erst nochmal wüsste, wo man die Eicheln wieder in Sonnenblumenkerne umtauschen kann. Ich glaube, es war irgendwo im ersten Gebiet. Aber so geht es ja auch ziemlich schnell. Und hiff hiff. Bisher hat sie ja immer 50 verlangt, von daher... Ich glaube, demnächst mache ich das offscreen. So, dann können wir doch wieder zurück zum Supermarkt. So, lala. Und dann einmal Bautz. Und rupf. Du hast einen Beutel erhalten. So. Und dann geben wir den Beutel doch schnell wieder ab. Hamha. Hey, mein Beutel. Juhu, thank you. Ich habe schon überall danach gesucht. Du bist so wunderbar. Das sage ich jetzt auch mal. Du bist so wunderbar. Du hast ein neues Wort gelernt. Wunderbar. Zur Belohnung erhältst du einen Newsblitz. Das ist der Newsblitz. Bis später dann. Oh, hey, warte mal. Wie auch immer, die Arbeit ruft. Extra, lesen Sie alles darüber. Vielleicht ist das ja was für Yuppie-Doo.
Hey Hamtaro, wo warst du? Hey, was hast du da? Hamtaro, ich kann es nicht glauben. Sehr gut gemacht, du bist der Beste, Hamtaro. Ich habe eine Bombenidee. Lass uns zu dem Händler gehen. Sollen wir? Oh oh. Mal gucken, was der Yubidu hier plant. Hast du es kapiert? Ich werde das Foto der Reporterin geben, wenn du nicht aufhörst, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Willst du, dass ich das mache? Tut mir leid, tut mir echt leid. Ich werde nie wieder Kunden über den Tisch ziehen. Ich verkaufe dir die Heizdecke auch für 10 Sonnenblumenkerne. Na also, wir wollen Sachen zu fairen Preisen kaufen. Wir haben dich durchschaut, also spar dir deine Wucherpreise. Ich weiß, verstehe, ich werde es nie wieder machen. Tomlu kann das viel besser als ich. Hey Hamtaro, das wäre geregelt. Er wird uns die Heizdecke für 10 Sonnenblumenkerne verkaufen. Hat zwar etwas gedauert, aber nun bekommen wir sie zu einem fairen Preis. Ich mache mir Sorgen um Noki. Bring die Heizdecke zu ihm, wir treffen uns dort. Hey Duda, lass uns handeln. Ich habe etwas, das musst du unbedingt haben. Etwas Kampol für 2 Sonnenblumenkerne. Jede Erkältung verschwindet in Sekunden und eine Heizdecke für nur 10 Sonnenblumenkerne. Ein Muss für kalte Tage und ein Sticker für 10 Sonnenblumenkerne. Das lässt die Kasse klingeln. Alles tolle Angebote, oder? Was meinst du? Interessiert? Ja. Wow, wirklich ehrlich? Was denn? Die Heizdecke. Danke, hier bitte. Hält an kalten Tagen warm. Vielen Dank, komm bald wieder. Sind das aber Trottel? Und meine Kasse wird klingeln. Oh, ich bin so etwas von clever. Oh oh. Ah, da bist du ja. Danke, Hamtaro. Ruba. Hey, Yuffie, du. Bist du okay, Noki? Oh, du hast mich also gerettet, Yuffie, du. Nun, Hamtaro hatte die Heizdecke. Dadurch konnten wir das Eis schmelzen. Danke, Hamtaro. Dir auch, Yuppidu. Mach dir darüber keine Gedanken. Wir sind doch Hamo. Ja, Yuppidu. Genug geblauert. Lass uns zum Clubhaus zurückgehen. Ich wette, Boss, es ist Zeit zu warten. Nun, ich bin froh, dass nun alles geklärt ist. Ehrlich. Was ist Noki? Was ist das? Ein Poster von Fashmina. Du hast erzählt, du hättest einen Poster von einem ihrer Fotos gemacht. Also habe ich das auch versucht und war erfolgreich. Stimmt was nicht? Auf den sieht sie viel besser aus. Mist. Hey Noki, wie wär's, wenn wir unsere Poster tauschen, als Zeichen unserer Freundschaft? Was? Auf keinen Fall, mal abgesehen davon, dass es Ewigkeiten gedauert hat, das perfekte Foto zu finden. Komm schon, sei nicht so. Lass uns tauschen, okay? Nein. Niemals. Ich tausche nicht. Gut, ich rutsche hier fast auf Knien vor dir herum und dir ist das egal. Ich glaube nicht, dass ich weiter mit dir befreundet sein will. Leb wohl. Ich wollte eh nie mit Yuppidu befreundet sein. Von nun an sind wir Hamster. Schau dich um und sag mir deine Meinung, Hamtaro.
Starring. Das ist ein Poster von Pashmina. Uchi. Oh, ja, das findest du auch, Hamtaro? Ich sage dir, Pashmina gehört mir. Und du bist mit Bijou zusammen, oder? Bestest. Ja, ja, ich weiß, dieser Raum ist so mit gutem Geschmack gefüllt, dass es fast platzt. Works. Was? Du erkennst guten Geschmack selbst da nicht, wenn es dich beißt. Schwitzi. Ja, also ich fühle mich pudelwohl. Über. Ehrlich? Ich fühle mich rundherum wohl. Sag mal, wie findest du eigentlich Pashmina? Gucci. Ich weiß. Hey, jetzt warte mal. Pass bloß auf. Pashmina ist mein Mädchen. Okay, dann gehen wir nochmal zu Yubidu. Das ist einfach mal das gleiche Foto. Und wo ist jetzt Yubidu? Der ist nicht anwesend. Ist er bei Pashmina? Hier ist irgendwie niemand. Wir sind gerade anwesend. Starry. Eigentlich alle. Komisch. Nun gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hamtaro Ham Ham, Freunde, bis dahin. Tüdelü.